Jo Leute, Dero ist am Start und herzlich willkommen zurück hier bei The Crew. Und wie wir sehen, sind einige unterwegs. Ich blende mal gerade noch den Chat aus. Ja, es sind einige Leute unterwegs, man hat es ja gerade gesehen. Mehr als sonst. So, und was wollte ich hier? Was ist das hier eigentlich? Fällt mir gerade mal auf. Hier in diesem Menü waren wir noch gar nicht. Das ist der Willkommensbildschirm. Fahrtenbuch gibt es auch. Das finde ich ganz interessant. Ja, nein, was ich wollte hier nochmal auch kurz aufmerksam machen. Oh, das ist auch sehr interessant. Darauf aufmerksam machen. Oben links, ihr seht es ja jetzt, den Avatar hier über DeroTube. Es ist auch jetzt gerade verpixelt. Ist so eine komische Figur. Ja, ich wüsste gerne, wie man den Avatar bei Uplay persönlich anpassen kann, wenn ich ehrlich bin. Weil ich weiß nicht, wie das geht. Ich will den Avatar anpassen, man kann nur so eine... Ja, ich sag mal, nur so eine Figur von Ubisoft selber nehmen. So, und das seht ihr auch hier gerade. Da sind nämlich gerade ein paar Leute unterwegs. Hier, da sind auch nur so selbstgemachte Figuren. Finde ich ein bisschen schade, dass das nicht geht. Mal so ganz nebenbei. So, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, wir wollen mal, ja, weiterfahren. Denn das haben wir hier schon alles absolviert. Wir müssen entweder hier runter nach St. Louis oder ich habe gesagt, wir fahren hier rüber. Zum Yellowstone. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir fahren rüber zum Yellowstone. Aber bevor wir das tun, schauen wir mal eben auf unsere DLCs, die ich bekommen habe. Wir gehen zuerst mal in unser HQ, also in unser Hauptquartier, und holen uns da meine Belohnung ab. Nämlich den ganzen Vorbesteller-Boni. So, how'd it go? Good. Troy's moving on St. Louis, and I'm his weapon of choice. Looks like you've got a road trip ahead of you. Set a waypoint for St. Louis. I'll keep tracking you from here. Oh. And be careful around Troy. He's got a bad rap sheet. Great. I'll be in touch. So. Wir fahren also Richtung Yellowstone. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die genau darüber gesprochen haben. Ich habe mich gerade gar nicht darauf konzentriert, weil ich unten rechts am Lesen war. Wir können ja nochmal gerade auf die Karte gucken. Worüber haben die jetzt gesprochen? Haben die jetzt hier von St. Louis gesprochen? Nein. Also doch schon, aber die haben nicht von dem Yellowstone gesprochen. Und da will ich jetzt zuerst hin. Denn da ist eine Tempo-Herausforderung. Scheint auch irgendwie relevant zu sein und ich habe Lust, mal ein bisschen länger zu fahren. Ach, man kann, guck mal, man kann ja die Karte hier aufrufen. Wusste ich auch noch gar nicht. Hat mir auch noch gar keiner gesagt. So, drücke RB, um die Kamera zu wechseln, das wissen wir ja bereits. Wir begeben uns, wie gesagt, zuerst mal in unser Hauptquartier. Und dann schaue ich mir dort an, was wir Schönes als Vorbestellerbonus bekommen. So, betreten. Wir schauen mal eben auf die DLCs. Ja, es sind ja mehr oder weniger DLCs, die ich da schon bekommen habe. Und ich weiß auf jeden Fall, Mini Cooper S, der war dabei, das stand auch bei Amazon und dann noch andere Sachen. Und das wusste ich nämlich nicht. Unter anderem ist auch ein BMW Z4 drin. So, schauen wir mal eben. Sammlung, da müssen wir hin. So, hier sehen wir schon. Also, das hier sind unsere Fahrzeuge, die man halt hat. Und das sind jetzt schon einige mehr. Gut, den Camaro haben wir nicht. Aber wir haben halt hier noch 4 extra Fahrzeuge. Einmal natürlich unseren Wagen, den wir zu Beginn der Karriere gekauft haben. In dem Pre-Order-Pack dabei, in der Limited Edition, war dabei der Mini Cooper S aus dem Jahre 2010 in der Straßenversion. Seht ihr hier, ST Street 35. Den können wir später auch noch als Gelände und so ausbauen. Dafür müssen wir aber erstmal den Wagen auf Stufe 10 hochbringen, denn der ist jetzt, wir müssen auf Stufe 10 sein. So, aber den werden wir nur als Straßenwagen, glaube ich, freischalten können, so wie ich sehe. Ist aber auch egal. Also, Mini Cooper S. Dann haben wir noch ein BMW Z4 S-Drive aus dem Jahr 2011. Auch ein schönes Auto auf jeden Fall. Wieder Straße 35, Level 35. Und jetzt wird es interessant. Das finde ich nämlich ganz cool. Hier den 2004er Dodge Ram SRT 10. Weiß nicht, ob das für 2010 steht. Bin ich mir nicht sicher. Aber das finde ich zum Beispiel ganz cool. Irgendwie ist ein Dodge Ram. Das, ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Das ist ein Mordsauto. Also das ist wirklich, wenn man davor steht, Wahnsinn. Der ist größer als ich. Krasses Auto einfach nur. Krasses Auto. Hat einen riesig großen Kühlergrill. Finde ich einfach nur richtig krass. Und hier, ja, mein absoluter Favorit. Auch aus Forza Horizon 2. Den Ford Mustang aus dem Jahr 2015. Den GT Fastback. In der Street Edition. Und mit dem möchte ich jetzt ein bisschen fahren. Denn, oh, schaut es euch an. Wenn das nicht nice ist, dann weiß ich auch nicht. So, und da möchte ich jetzt mal gucken.
was man hier designtechnisch jetzt mal machen kann. Der hat zwar schon so ein bisschen Design, ihr seht es ja, da so einen kleinen Aufkleber, hier so ein bisschen Carbonfaser-Design, hier unten so einen kleinen, ja, so einen kleinen Schweller vorne dran. Sieht schon nicht schlecht aus, aber möchte ich mal wissen, was man da jetzt noch machen kann. So, erstmal ändern wir die Farbe. Das ist jetzt das erste. Okay, kann man anscheinend nichts kaufen? Okay. Jetzt frage ich mich gerade, wo kann ich hier was kaufen? Performance. Nein. Okay, wo kann ich zum Teufel meine Autos anpassen? Das wüsste ich mal ganz gerne. Wenn ich jetzt so zufällig gehe, ja, wird er genauso zusammengesetzt, wie er war. Ja, das würde ich gerne mal wissen. Wenn ihr das wisst, wo man so Designs und so kaufen kann, dann bitte sagt mir das doch, weil ich weiß nicht, wo ich das finden kann, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich ein bisschen überfragt. Aber wir gucken jetzt gerade, wo wir mal hier sind, in unsere Vorteile rein, ob ich noch einen weiteren kaufen kann. Oh, ich habe 3 Vorteilspunkte, fällt mir gerade mal auf. So, dann würde ich sagen, investieren wir das weiterhin hier. Oder, was haben wir denn noch? Die Crew erhöht den Co-Bonus. Co machen wir ja momentan nicht. Reduziert die Preise aller Teile für Straßenausstattung um 3%. Okay, das können wir auch machen. 1 Punkt verteilen. Was haben wir hier? Eine Chance von 2% auf 2 Vorteilspunkte beim Stufenaufstieg. Verbessert die Bremsen deines Fahrzeugs um 1%. Das finde ich eigentlich richtig schwach. 5 Punkte investierst du dafür 5%. So, dann machen wir das hier noch. Und dann finde ich hier auf jeden Fall, das hier erhöht die in Mission verdienten Erfahrungspunkte und Bugs um 4%. Das finde ich auf jeden Fall das Beste, wo man rein investieren kann. Ja, finde ich irgendwie am besten, weil davon hat man irgendwie am meisten, wenn man einfach in seinen Verdienst und seine Erfahrungspunkte investiert. Denn alles andere, ja gut, jetzt bis auf die Bremsen vielleicht, okay, auch wieder muss man sagen, 1% nur pro Punkt. Dann finde ich am nächsten interessant einfach nur der Rabatt, ja, bei den Straßenteilen, weiß ich nicht, ansonsten ist erstmal ein bisschen weniger. Aber da kann ja noch irgendwie was kommen, denn ich weiß nicht, ob man da auch noch was freischalten kann, dass man da weitere Vorteile aktivieren kann später. Das muss man mal sehen. Wir sind ja auch noch ganz am Anfang hier bei The Crew und jetzt sind wir gerade sehr, sehr lange im Ladebildschirm. Eventuell ist wieder irgendwas mit den Servern los. Oder wir brauchen einfach gerade nur dementsprechend lange. Ich weiß es nicht. Einfach mal kurz warten. Das wird sich gleich schon regeln. Nein, aber bisher macht es schon recht viel Spaß. Genauso wie in der Beta auch. Und ich möchte endlich mal die Story vorantreiben. Das ist so mein Ziel. Und deswegen habe ich mir auch für heute vorgenommen, dass wir mal eine kleine Spritztour machen bis da oben hin. Das Event fahren. Und dann mal sehen. Dann dürfte die Folge auch schon durch sein. Ja, warum hängen wir jetzt so lange im Ladebildschirm? Das ist jetzt die Frage. Schauen wir doch mal auf unseren Plan. Heute ist nämlich Dienstag. Denn ich habe ja natürlich schon mal vorausgeplant, sollte alles klappen, kommt auf Forza Motorsport 5 um 16 Uhr. Morgen geht es dann los mit dem Training der Formel 1 beim nächsten Grand Prix, wo ich gerade gar nicht weiß, wo das sein soll. Forza Horizon 2 ist auch mal wieder zurück mit unserem schönen Monster Energy Ford Mustang rumfahren. Ein bisschen mal sehen, was wir da noch machen werden. Das habe ich nämlich noch nicht aufgenommen. Donnerstag dann das Quali der Formel 1 und Forza Motorsport 5, wenn alles passt. Und das Rennen der Formel 1 und The Crew am Freitag um 16 Uhr. So, und jetzt dachte ich eigentlich, dass der Ladebildschirm überbrückt ist. Ich würde sagen, ich mache mal einen kleinen Cut und guck mal, was da nicht in Ordnung ist, denn das ist schon ein bisschen sehr lange. Also, bis gleich. So, da sind wir dann auch schon wieder. Jetzt geht es. Ladebildschirm ganze Zeit festgesteckt. Einfach mal das Programm beendet. Alter 4. Ja, warum auch immer. So, jetzt sind wir auf dem Weg, oder ich möchte auf dem Weg sein nach St. Louis. Wir müssen erstmal unseren Mustang hier starten. So, das ist ein verhältnismäßig, ja, lahmer Sound im Gegensatz zu dem Sound in Forza Horizon 2. Und der Wagen fährt sich auch, uiuiui, der fährt sich verdammt, sehr, sehr träge, aber macht nichts. Wir sind jetzt unterwegs mit unserem Ford Mustang. Mal sehen, das sollten wir trotzdem irgendwie packen. Wir werden den jetzt ein bisschen hochtunen. Nebenbei schauen wir auf die Karte, müssen wir nämlich einen kleinen Weg auch zurücklegen. Wir folgen jetzt einfach mal der Spur. Das sind 33 Kilometer. Ich bin mal gespannt, wie viel Zeit das jetzt in Wirklichkeit dann auch in Anspruch nimmt. Wir werden für diese Tour mal ein bisschen, ja, im Cockpit rumfahren. Wäre jetzt so meine Meinung. Dafür denke ich mal, ist das Cockpit ganz okay. Ja, habe ich gerade gedacht. Nein, oder? Nein, können wir nehmen die Außenperspektive. So sehen wir auch ein bisschen was, je nachdem, was jetzt kommt. Und ich habe festgestellt, ja, weil ich habe heute mal keine
flüssigen 60 FPS. Ja, aber ich bin weiterhin über 30, das ist immer ganz gut. Aber die 60 FPS laufen halt heute nicht. Ich nehme das Spiel ja eh in 30 auf, aber für mich ist es halt beim Spielen spürbar, wenn es unter 60 FPS ist. Für euch im Video werdet ihr davon nichts mitbekommen. Habe ich jetzt festgestellt, wenn ich den Codec wechsle, mit dem ich eigentlich The Crew aufnehme. Ja, ich nehme nämlich The Crew normalerweise mit einem anderen Codec auf und jetzt habe ich es vergessen umzustellen. Dann läuft es nicht so flüssig wie mit dem anderen Codec. Das ist schon sehr interessant, was das wieder auf sich hat. Aber trotz alledem habe ich ja schon mal gesagt, ich werde mir eine neue Festplatte zulegen. Und das habe ich auch gesagt und das wird auch irgendwann dann mal soweit sein. So, 31 Kilometer noch. Also wir haben gerade mal 2 Kilometer jetzt geschafft. Wahnsinn. Nicht schlecht. So, dann werden wir jetzt auch gleich mal den Wagen ein bisschen auftunen. Wir werden jetzt erstmal diese Sprung-Challenge machen. So, schauen wir mal die Laterne. Oh, fuck, das war die falsche Seite, ne? Wo zur Hölle? Ich habe da nur eine Rampe gesehen. wo zur Hölle müssen wir denn hin? Schauen wir mal eben. Sprungrampe. Wo haben wir denn eine? Ach, da. Ah, okay. Da ist die Sprungrampe. Oh, das werden wir nicht mal annähernd schaffen, oder? Oh mein Gott, fast Silber. Nein, Silber sogar. Das ist schön. Was haben wir jetzt hier? Stufe 4 haben wir jetzt hier für... das dürfte, ja, Grip-Bonus sein. Genau, dann ist der Wagen auf 39. Dann bauen wir das auch direkt mal ein. Das freut mich auf jeden Fall. So, die Ergebnisse und so sollen mal egal sein. Wir werden hier noch auf dem Weg Richtung Yellowstone noch ein paar andere Challenges finden. Hoffe ich zumindest, denn das ist schon eine sehr lange Fahrt. Noch 29 Kilometer stehen auf der Uhr. Und ja, wir wollten das ja sowieso mal testen. Beziehungsweise, ich habe ja von vornherein gesagt, ich möchte demnächst zum Yellowstone. Und irgendwie hatte ich jetzt Bock, das so schnell wie möglich zu machen. Ganz einfach aus dem Grund, weil eben die Welt so riesig... Oh, jetzt haben wir hier was. Jetzt finden wir hier nämlich was. Nein, weil die Welt eben so riesig ist und das dermaßen viel Spaß macht, da haben wir doch schon den Hot Rod hier. Den haben wir doch schon mal, glaube ich, auch gefunden. So, fahren wir mal eben hier ran. Was mussten wir nochmal machen? Achso, man musste ja nur hier... So. Nee, wir machen noch die Autotour hier fertig. Von weiß ich nicht wie viel Kilometern und werden in der nächsten Folge dann... Oh, komm schon. Wir werden in der nächsten Folge dann auch dort das Event absolvieren, weil ich glaube, das nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, diese Tour. Wir haben jetzt noch 27 Kilometer und in der nächsten Folge werdet ihr dann das Event dort sehen. Ja, mal sehen, was da so Schönes auf euch warten wird. Also, ich bin selber gespannt, ob sich diese lange Fahrt, oh mein Gott, ob sich diese lange Fahrt wirklich lohnt oder ob man sagt, ja, die lange Fahrt, die hätten wir auch eigentlich später machen können. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. So, nächste Challenge. Was müssen wir machen? Fahre schnell und bleib auf der Straße. Ja, das sollten wir hinkriegen. Der Mustang fährt sich nämlich ganz ordentlich. Wir müssen nur halt auf den Verkehr Acht geben. Hier sollten wir auch eigentlich relativ gut die Goldmedaille bekommen. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal bekommen in der Beta. An sich ist sie nicht schwer. Aber die Geschwindigkeit vom Auto ist natürlich jetzt nicht top. Deswegen muss man dann schauen. Boah, vorsichtig. Hier muss man wirklich aufpassen, dass man nicht an die Kante kommt. Bitte doch Gold. Jawohl, sehr schön. Gold bekommen. Das läuft auf jeden Fall. Was haben wir denn jetzt hier? Für einen schönen Bonus auf jeden Fall ein Stufe 4 Teil. Es gibt wieder richtig schöne Punkte. Ja, und wieder Grip Bonus. Das ist super. Auto schon auf... Ach Quatsch, falsche Sache. Auto schon auf Stufe 43. Gefällt mir gut. Ja, so kann es gerne weitergehen. So, jetzt müssen wir rechts abbiegen. Normalerweise fahren wir, glaube ich, geradeaus nach St. Louis. Wir biegen jetzt erstmal rechts ab. Richtung Yellowstone. Da dürften wir auch schon eine kleine Schneelandschaft sehen, wenn ich mich nicht irre. Und darauf freue ich mich besonders. Da haben wir jetzt leider das falsche Auto. Da hätten wir vielleicht den Dodge Ram nehmen sollen für die Tour, weil im Grunde ist es, glaube ich, mit dem besser. Aber wir können trotzdem mal gucken fahren, was es am Yellowstone so gibt. So ein kleiner, ja, ich sag mal, so ein kleiner YouTube-Ausflug ist das jetzt hier mit euch. An den Yellowstone. Ihr dürft mich auch gerne verfolgen im Spiel. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Solange ihr nicht mich belästigt. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr selber vielleicht in der Welt von The Crew unterwegs seid, auf dem PC, wohlgemerkt, auf dem PC. Wenn ja, wie gesagt, ihr könnt mich gerne verfolgen, ihr könnt gerne hinter mir herfahren, vor mir herfahren, was auch immer. Screenshots mit mir machen, Autogramme gibt's nicht, ja, das geht schlecht, aber Screenshots machen und. Ihr seht ja immer in der letzten Folge, wo ich gerade bin und dann könnt ihr einfach
mal schauen oder mal nett fragen, ob ich nicht mal oder wann ich das nächste Mal wieder online bin, damit ihr mich vielleicht abfangen könnt oder damit ich euch meine Position durchgeben kann, weil ich in der Aufnahme schon weiter bin, als wie das Video suggeriert. Ja, also ihr könnt gerne mal, oh mein Gott, ihr könnt gerne in den Kommentaren nachfragen, ob ihr, ja, mal irgendwie mich bestaunen könnt, wollt, möchtet, dürft, das trifft es eher. Könnt ihr gerne machen, ist überhaupt kein Problem. Oder ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht jetzt mal, wo wir eh schon ein bisschen unterwegs sind, was ihr jetzt vielleicht mal als nächstes sehen wollt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare packen. Wir müssen hier einmal raus. Dann können wir uns das auch anschauen, denn ich finde, es macht ganz schön viel... Glück. Es macht jetzt schon Spaß... Boah, warum war das klar? Ich finde, es macht Spaß, rumzufahren. Auch wenn wir jetzt einen längeren Weg vor uns haben, ist es schon nicht schlecht und macht Laune. So, jetzt haben wir da vorne, kommt noch eine Challenge irgendwie. Mal sehen, die werde ich jetzt noch mitnehmen. Oh, wir müssen links... Egal, wir fahren weiter. So, dann nehmen wir hier mal die Vorfahrt. Wir fahren mal über Rot. Was haben wir jetzt? Ah, durch die Ziele fahren. Das liebe ich ja. Und hier geht es, glaube ich, gerade nur ein bisschen geradeaus, ne? Kann das sein? Nein, gleich geht's links. Das, da nehmen wir schon ein bisschen Tempo raus. Fuck, da habe ich schon verpasst. So, weiter. Komm schon. Noch ein paar Tore, dann haben wir wenigstens Silber. Also Silber will ich bei sowas immer haben. Weil Silber ist schon meistens mit einem guten Teil verbunden. Boah, komm schon, noch ein paar Tore. Silber haben wir, aber Gold kriegen wir nicht mehr. Dafür ist das Auto zu langsam und ich wahrscheinlich zu schlecht. So, was haben wir denn jetzt? Silber, Stufe 7, das ist noch gar nicht... Warum darf man das noch nicht nehmen? Warum darf ich das noch nicht? Benötigte Spielerstufe 7. Ah, okay, das war's. Okay, dann müssen wir das Teil ins Hauptquartier schicken. Und wir lassen alles, dann muss ich mir das auf jeden Fall merken, wenn ich Stufe 7 erreicht habe. Das sind noch zwei Level. Dann können wir das Teil in unseren schönen Mustang einbauen. Boah, das war knapp. Wo sind wir jetzt? Chicago sind wir jetzt gerade. Gut, dann sind wir noch 15 Kilometer entfernt. Da vorne ist schon mal so ein bisschen Skyline von Chicago. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall schön an dem Spiel, dass man eine richtig große Welt hat. Man kann hier Sightseeing machen. Man muss gar nicht in die USA. Man kann einfach hier bei The Crew rumfahren und schon hat man was von Amerika gesehen. Gar nicht mal so schlecht teilweise, muss man auch mal dazu sagen. Und ganz, ganz, ganz krass gespannt bin ich wirklich auf New York, auf dem Broadway. Der muss auf jeden Fall in dem Spiel drin sein. Den will ich auf jeden Fall sehen, um jeden Preis. Das muss Wahnsinn sein. Da können wir ja vielleicht ein Musical besuchen. Vorsicht, Freunde. Nein, das wäre cool, wenn das ginge. Ja, so irgendwie, was ist denn da Broadway? König der Löwen zum Beispiel. Sehr geil auf jeden Fall. Wow, wir fliegen gerade Richtung Gegenverkehr. Alter. Oh, das Geschwindigkeitsgefühl ist doch gar nicht so schlecht, wie ich mal gesagt habe. Ne? Muss ich jetzt gerade mal zurücknehmen. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 12 immer noch. Wow. Wow. Was geht denn hier? Wow. Wo kommen die denn her? Das muss ich mir jetzt mal angucken. Ja, nice. Was ist das denn? Schade, kann man nicht überfahren. Gibt heute leider kein Rindersteak. Coole Sache auf jeden Fall. So, es wird dunkel. Sehr, sehr schöne Effekte auch hier von den Scheinwerfern. Erinnert immer wieder an Forza Horizon 2. Das Spiel erinnert ganz, ganz stark an Horizon 2. Aber ist halt... Ja, im Grunde ist es im selben Genre auch vertreten. Ich weiß nicht, ich würde es jetzt Renn-MMO sagen. Also Rennspiel-MMO. Also halt, MMO ist ja klar, kennt ja von euch jeder Rennspiel. Rennspiel-Rollenspiel, so würde man es eigentlich bezeichnen. Ich finde, Forza Horizon 2 und The Crew ähneln sich sehr, sehr stark. Aber in einigen Teilen macht The Crew was besser und andersrum auch Horizon 2. Ist ganz klar. Aber ich finde dieses, für mich, ich sag mal, neues Genre, dieses neue Genre finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und kann auch für meiner Meinung nach auf jeden Fall... Oh, das war ein Slalom. Scheiße. Da habe ich überhaupt nicht... Nein, da habe ich jetzt ganz gepennt. Oh mein Gott. Ah, fuck, Alter. Scheiße, da habe ich jetzt gepennt. Aber da haben wir auch das absolut falsche Auto. Weil mit dem, oh, schaffe ich es überhaupt nicht. Oh. Ne, der hat, oh, weg. Ne. Okay, wir lassen das. Wir fahren einfach mal weiter. Mit dem Wagen wären wir überhaupt nicht gut dabei. Macht aber auch nichts. Denn, oh, wir könnten selbst jetzt noch fast Bronze erreichen. Mal so nebenbei. Nein, wir bleiben unserer Spur jetzt hier treu. Fahren jetzt einfach an den Zielen vorbei. Ist nicht so schlimm.
Denn wir wollen ja auch noch ankommen heute. Zack, eins nehmen wir noch. Jetzt kriegen wir bestimmt Silber, Bronze, Entschuldigung. Ach, noch gar nichts. Gut, egal. So, ach, was haben wir denn jetzt schon wieder gemacht? Oh, das habe ich überhaupt nicht. Oh, Leute. Ja, das ist das Thema, aber das kriegen wir auch mit dem Wagen noch nicht hin, weil der noch kein sehr gutes Fahrverhalten hat. Ihr seht das ja schon. Da muss ich auf jeden Fall noch üben, beziehungsweise der Wagen muss auch besser werden. Gerade, was die... Na, geht noch nicht. Kriege ich mit dem Wagen noch nicht hin. Da werden wir noch nicht mal Bronze schaffen. 8 Tore, 9 Tore erst. So, und noch 5 Kilometer. Krasse Sache. Noch 5 Kilometer. So, da haben wir schon wieder verpennt. Zack. Zack. So. Ja, wir hätten sicher ein besseres Ergebnis bekommen. Wenn wir jetzt ganz ein bisschen ernster genommen hätten, hätten wir sicherlich ein besseres Ergebnis bekommen. Gehen wir jetzt mal ins Cockpit. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das Ganze wirkt. Ja, Cockpit, ich sag mal, ist okay, ist ganz solide. Ist jetzt natürlich nicht so schön wie bei Horizon 2, aber macht doch schon einiges her. Also so schlecht ist es gar nicht. Ich sag mal, das Cockpit oder die Cockpit-Perspektive, die muss ich auf jeden Fall nicht verstecken. Ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich fahre lieber in der Außenperspektive. Oh ne, die Kamera ist mir zu weit weg. In der, Mann! Jetzt haben wir es aber. So, in der Außenperspektive fahre ich bei solchen Spielen irgendwie am liebsten. So, und so langsam, aber sicher müssten wir es erreicht haben. Jetzt geht es schon bergauf hier für uns im, ja, mit einem Quersteher sozusagen, mit einem schönen Drift. Ich bin wirklich gespannt, was uns da oben erwartet. Ich kann es mir überhaupt nicht denken. Wir sind aber auch gleich da, 2,3 Kilometer. Der Weg ist natürlich nur extrem lang, weil man halt viel links, rechts hier fährt, weil wir halt hier, ja, bergauf fahren. Und ja, das Ganze ein bisschen links, rechts geschwungen ist. Aber wir haben es gleich gepackt. Noch 1 Kilometer. Und dann möchte ich mir auf jeden Fall noch in der nächsten Folge den Yellowstone mal angucken. Und dann können wir bald, ja, weitermachen mit der Karriere. So, wir sind da. Gleich. Nein, noch nicht. Erstmal jetzt fahre so schnell wie du kannst und bleib auf der Strecke. Auf der Straße. Entschuldigung, Strecke haben wir ja hier nicht. Das mache ich auf jeden Fall noch. Das sollte ich schaffen mit Gold. Auch wenn das Teil vielleicht nicht uns zusagt, das machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Dann fahren wir einmal kurz hier dran vorbei. Gold sollten wir hier locker packen. In der Regel. Jetzt haben wir Bronze. So, Vorsicht. Nicht abkommen. Oh, wir kommen so langsam jetzt ins Schneegebiet. Genau das wollte ich mir eigentlich noch aufbewahren. Aber jetzt, wo wir hier die Medaille... Oh, das rutscht auch. Wow. Also, das hätte ich nicht gedacht. So, Teil ins HQ schicken. Boah, das wird das Auto um 9... direkt mal hochstufen. So, fortfahren. Ja, ich möchte aber mal kurz hier ein bisschen fahren. Boah, das ist schon... Wow. Es fährt sich auf jeden Fall... Also es fühlt sich schon realistisch an, das Eis. Der Schnee. Das Auto ist ein bisschen träger. Man rutscht leicht. Schaut hier. Ihr seht es. Man kann aber alles sehr schön kontrollieren. Gefällt mir. So, das hier ist jetzt der Yellowstone. Da wollte ich eigentlich erst in der nächsten Folge hin. Oh, falsche Taste. Wo war die Handbremse? Auf X. So, Richard, das ist der meistgesuchte. Okay, das ist schön für ihn. So, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit diesem kleinen Rennen hier am Yellowstone oder was auch immer da auf uns wartet. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Wir genießen hier so ein bisschen diese, ja, Winterlandschaft, möchte ich jetzt fast mal sagen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Sieht schon sehr interessant aus. Hier werden wir mal ein bisschen rumfahren. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr vielleicht mich mal treffen wollt im Spiel, einen Screenshot machen wollt oder mich hinterherfahren wollt. Könnt ihr gerne machen. Ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ihr müsst nur wissen, wo ich bin und dann muss ich sagen, wann ich wieder aufnehme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, ich bin raus. Euer Dero. Macht's gut. Bis dann. Ciao.